So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir Tainted Samson kennengelernt. Und Tainted Samson hat ein kleines Aggressionsproblem, haben wir den Eindruck. Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Also, das waren ja so ein paar Kennenlernparts. Ein Kennenlernpart war es. Und ich bleibe bei meiner Aussage, dass er ja eigentlich ein normaler Isaac ist. Bis auf diese Sache mit dem Rage. Ich glaube, das Problem ist fast, dass man in diesen Rage so ein bisschen reingezwungen wird. Also ich kann es ja nicht mal verhindern. So, ich könnte jetzt ja sagen, okay, ich spiele den ganz normal, wie man halt spielt, ne? Und es wäre okay. Es würde nicht mal großartig schief gehen. Ich meine, ich kann normale Items bekommen. Ich bin überhaupt nicht eingeschränkt. Es schränkt mich eigentlich nicht ein. Einschränken ist das falsche Wort. Aber am Ende ist dadurch, dass man in diesem Rage-Mode landet, eigentlich sollte es dadurch einfacher werden. Ne? Eigentlich sollte es dadurch einfacher werden. Aber dadurch verliert man irgendwie erst recht plötzlich Energie. Das ist ganz komisch. Na gut, wir gucken mal, was passiert. Also, das ist das Ding. So, eigentlich ist ja alles cool. Wir haben eine relativ normale Phase, so. Und normalerweise würden wir... Oh mein Gott. Normalerweise würden wir hier eigentlich recht gut durchkommen. Irgendwie beschränkt man sich dann zu sehr auf diesen Rage-Moment. Ich mach's jetzt auch gleich wieder. Na, jetzt renne ich hier durch und werde getroffen. Ich meine, was cool ist, ich schlag die Schüsse weg und alles. Das ist alles cool. Und solange ich Gegner kille, behalte ich halt auch diese Farbe. Jetzt wurde ich wieder getroffen, was unnötig war. Aber solange ich Gegner kille, behalte ich halt auch diese Phase, ne? Da geht dann immer wieder Zeit drauf. Zusätzlich. Also nicht drauf im Sinne von die Zeit. Also die Zeit kommt dazu, so meine ich das mit die Zeit geht drauf. Und was mir auch auffällt, man wird immer schneller. Ich werde immer schneller, je mehr ich kaputt mache und je länger ich diesen Modus bin. Scheinbar. Oder ist das Einbildung? Aber es ändert an den Stat-Werten. Hat's nichts, oder? Sieht man es an den Stat-Werten irgendwie? Nee, nicht so richtig, ne? Ah, siehst du, jetzt bin ich wieder da reingelaufen, weil ich doof bin. Ach doch, die Stats gehen. Okay, die Stats haben sich auch geändert. Nevermind, ich hab nichts gesagt. Na, aber wenn wir jetzt relativ normale Ausrüstungen mit der Zeit bekommen, dann sind wir. Ah, verflucht. Dann sind wir gar nicht mehr auf diesen Modus angewiesen. Das ist das, was ich meine. Ah, verflucht! Aber das ist, was ich meine. Ich lasse mich dann so oft treffen. Und das ist eigentlich doof. Das ist eigentlich richtig doof, weil es bräuchte es halt nicht. Es bräuchte es halt einfach nicht. Wir haben jetzt so viel Energie wieder verloren. Seht ihr, das meine ich. Genau das meine ich. Und diese Energie, die ich da verliere, ist eigentlich völlig unnötig. Weil jetzt habe ich ein halbes Herz. Ich meine, gut, wie ich jetzt ohne Rage durchgekommen wäre, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber so haben wir jetzt halt nicht sonderlich, ich sag mal, effizient gekämpft. Was ist das denn? Mads Kidney Stone. Habe ich das einmal pro Raum oder was? Ja, jetzt ist es weg. Jetzt schieße ich wieder normal. Ah, jetzt kommt. Oder lädt sich das mit der Zeit einfach auf? Also auf jeden Fall interessant. Ach so, das kommt mit der Zeit wahrscheinlich so eine halbe Minute oder so, dann kommt es wieder. Okay, ich denke, wir haben genug zu dem Item gesehen. Ich kann jetzt mal nachgucken, ob da noch was Neues dazu kommt, was ich jetzt noch nicht kenne. Mads Kidney Stone. Also, ist ein... Oh, ein Afterbirth-Item. Gar nicht mal was Neues. Randomly while firing tears, Isaac will stop firing and turn red. Ach, das ist Zufall.
wann das passiert. Aha. Und ein Kidney Stone ist immer halt so dabei. Okay, okay, wow, interessant. Das ist also Zufall, wann das passiert. Das kann mich natürlich aufhalten. Aber es kann auch interessant sein. Ha. Na gut, das 7er Item müssen wir kaufen, weil die sind immer günstig und da kann was Cooles drunter. Jawohl. Kann was Cooles drunter sein. Sehr schön. Sehr nice. So, dann gucken wir doch mal. Ah, guck jetzt haben wir es gerade. Ah, jetzt habe ich mit dem Kidney Stone aber verfehlt. Oha, der schlägt jetzt von selbst. Das war ja auch interessant. Der hat da von selbst geschlagen teilweise. Das Problem ist halt, man muss halt nah ran. Also es ist dann gut, so Items zu haben, die verhindern, dass man da Schaden nimmt. Das ist gut. Das wäre richtig und wichtig. So, haben wir irgendwas mit Bomben, was wir hier nutzen können? Nee, nicht wirklich, ne? Dann hoffen wir mal, dass wir hier ein schönes Item kriegen. Oh, das ist doch in Ordnung. So. Ich könnte es jetzt aufladen, aber die Gefahr... Na gut, wenn ich getroffen werde, kann ich es eh mir holen. Ich versuch's mir zu holen. Wird schon schief gehen. Ihr wisst, ich kann es nicht gut. Also, aber ich kann es probieren und wenn ich getroffen werde, laufe ich halt kurz hin. Ah, perfekt. Ah, sehr schön. Sehr schön. Okay. Ich weiß, zusammen mit Adrenalin ist gleich Power. Es ist jetzt suboptimal, wieder sich... Ah, da können wir eigentlich können wir auch mehr reingehen. Kriegen wir Schaden dazu, ne? Ist doch in Ordnung. So, vielleicht noch eine schöne Pille. Nein. Boah. Okay. Also, wenn wir jetzt mehr Schaden nehmen, haben wir auch mehr Angriff. So. Ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall ein ganz gutes Backup. Oh, cool. Ist auf jeden Fall ein ganz gutes Backup. Noch so einer, okay. Da ist ein nice Damage up. Jetzt gibt es erstmal einen nice Stopp, es gibt eine nice Bombe. Und die wiederum verschafft mir einen nice Schlüssel. So. Okay. Kann man mitnehmen. Reißt mich jetzt natürlich nicht vom Hocker. Aber ist in Ordnung. Gut, das Damage-Up würde ich mir kaufen. Ich würde aber gerne auch genug Geld für ihn haben und genug Herzen für ihn übrig haben. Mal gucken, was passiert. Jetzt habe ich den schon wieder verfehlt, ne? Sad. Los geht's. So, einfach jetzt nicht zu nah an die Gegner ran. Schön treffen. Ich glaube, die Range macht jetzt auch natürlich mehr. Ja, die Range ist jetzt... Oh, die Range geht auch auf den Dings drauf. Das ist cool. Okay, jetzt haben wir es erstmal wieder weg. Aber das ist in Ordnung. Wir machen auch so ganz gut Schaden. Das ist echt nice. Das Kidney-Ding ist ein interessantes Item. Man muss halt nur wissen, ungefähr wann es passiert. Und da man das nicht so ganz weiß... Es ist so ein bisschen kritisch, weil man nicht genau weiß, wann es passiert. Aber das ist okay. Jetzt geht gar nicht... Hey, ich kann gerade nicht schlagen. Ach, weil ich jetzt den Effekt habe. Oh, shit. Okay, das... Ja, okay. Es verhindert so ein bisschen dann meinen Rage-Effekt, weil ich dann nicht mehr schlagen... Also, weil ich dann in dem Moment nicht mehr ausholen kann. Also, einerseits verbessert sie ihn, aber andererseits verschlechtert sie ihn auch. Okay, I see. Also ich muss mich ein bisschen drauf gefasst machen, dass es passieren kann, dass es einfach abbricht. Mist. Ah, ich habe den Kidney Stone wieder verfehlt. Der macht, soll mehr Schaden machen. Ich wollte halt mal sehen, wie viel Schaden der macht. Okay, cool. Guter Bosskampf. Ja, das dürfte jetzt mit ihm vor allem recht angenehm werden. Wenn man sich nicht ständig treffen lassen würde. Ne? Machen wir gleich weiter. Solange wir noch die Phase hier haben.
Okay. Und dann ab dafür. Gut. Dann haben wir hier unseren Engel-Deal. Da ich bin gerade echt schon wieder am Überlegen, aber ich glaube, in Kombination mit dem Kidney Stone ist das richtig cool, weil ja das Tier so hoch geht, dann mache ich auch ganz viele von den stärkeren Tränen, ne? Ich glaube, das Immaculate Heart ist hier schon die bessere Wahl. Zumal es mich auch auflädt. Das habe ich jetzt ganz verdrängt. Zumal es mich auch auflädt. So, jetzt gucken wir mal, jetzt gehen wir mal hier an die Geschichte ran. Vorhin hast du mir nach 3 Herzen was gegönnt. Yo! Nice! So, und jetzt ist die Frage, Damage up oder ihn hier probieren? Ich... Ich wäre fast für das sichere Damage up. Er könnte mir halt... Ich meine, er hat auch viel Cooles, aber das Damage Up ist halt was Sicheres. Ich würde mir das Damage Up nehmen. Und dann noch einen Schlüssel und dann hauen wir ab. Die Frage ist jetzt, Stachelraum... Ja, Stachelraum können wir uns eigentlich auch leisten. Stachelraum können wir uns eigentlich auch leisten. Lass mich mal kurz hier noch reingucken. Ja, das meine ich. Seht ihr, wie viele wir von den Dingern machen? Wie viele wir von den Dingern machen? Genau das meine ich. Durch den Effekt machen wir so viele von den Dingern. Das ist cool. Das ist sehr gut. Okay, wir gucken mal hier rein. Ja, nice. Es war schon sinnvoll. Jetzt nur nichts Blödes hier passieren lassen. Sehr gut. Jo, oh mein Gott, es wird immer besser. Es war komplett richtig. Es war komplett richtig. Ich hole mir gleich einen zweiten Schlüssel, dann habe ich genug Schlüssel erstmal. So. Ich weiß, ich könnte jetzt hier auch irgendwo einen Gratis-Schlüssel bekommen, aber 2 Schlüssel haben ist halt cool. So. Dann bin ich nämlich auf Nummer sicher die nächsten Ebenen. Sehr cool. Noch ein Dings ab, Range ab, genau. Dann können wir hier gleich reinwuseln. Yo! Die Shielded hier sind auch ein sehr schönes Item. Okay, dann... Oh, das ist auch sehr cool. Das ist dann auch sehr cool. Ansonsten ist hier nichts Brauchbares. Aber wir könnten... Ja, ja, komm. Da der Schlüssel hier eh recht günstig ist. Ich wollte gerade sagen, ne? Da der Schlüssel hier eh recht günstig ist, können wir uns hier dann schon mal nachher problemlos wieder 2 neue Schlüssel kaufen. Okay. Gehen wir in den Kampf. Am Anfang wieder die Aufladung. Kidney Stone, mach dein Ding. Als gibt euch das. Das ist doch super gut, Mann. Selbst ohne den Rage-Effekt. Ich meine, und der kommt ja auch einfach automatisch irgendwann dazu. Ja, jetzt, da ist er. Kann halt nur passieren, dass ich den nicht sofort ausführen kann manchmal. Ich muss einfach ein bisschen auf meinen Schaden noch achten. Aber ansonsten ist das eine ganz coole... Ja, jetzt ging es gerade wieder nicht, weil ich es wieder aufladen muss. Aber dann muss ich da halt aufpassen, dann geht der Effekt in dem Moment halt kurz weg und dann ist das auch in Ordnung. Ich muss halt einfach nur auf meine Energie achten, das ist alles. Gleich weiter, gleich weiter, gleich weiter, gleich weiter, gleich weiter. Nice. Okay. Aufladen und ab dafür. Die mit Schaden zufügen wird halt ein bisschen stressig. Jetzt haben wir's. Und gleich weiter.
Komm, noch ein Engelraum, noch ein Engelraum, noch ein Engelraum. Yes! Nice. Sehr cool, sehr cool, sehr cool, sehr cool, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Okay. Okay. Ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt so stackt, aber ich würde es jetzt schon mitnehmen, ne? Weil das ist dann auch so schon eine coole Tiersabrate. Ne, würde ich schon mitnehmen, ganz ehrlich. Weiß, dass es ein Damage Down ist, aber nicht so signifikant. Finde ich schon in Ordnung. Finde ich schon in Ordnung so. Okay. Problem mit dem Curse Room ist jetzt, wenn ich da reingehe, habe ich innen drin die Münzen. Das ist jetzt vielleicht eine dumme Entscheidung. Aber ich will die Münzen jetzt haben, dann kann ich in den Curse Room rein. Ich weiß, dass das jetzt vielleicht nicht so die klügste Wahl war, aber je nachdem, was drin ist, war es wieder dann doch eine kluge Wahl. Wir werden sehen, was drin ist. Lass es was Gutes sein. Ah, okay, nicht so dramatisch, nicht so dramatisch. Auch nicht dramatisch. Also, war es nicht gut? War es nicht die beste Idee? Aber okay, ne? Ich würde sagen, es war okay. Machen wir das Beste draus. Okay, wenn du mir noch zwei Münzen gibst, liebes Feuer, dann würde ich mir noch, würde ich mir noch das HP abgönnen. Ach so, ach, ich wundere mich schon, warum ich nicht schieße. Jetzt gebt euch diese Tierrate. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. So. Gut, Feuer hat nicht mehr Münzen gegönnt, aber immerhin ein Herz. Ja, das ist doch auch schön. Da haben wir wieder das Shotspeed ab zurück. Ist doch alles in Ordnung. Da kriegen wir den Bogen dazu. Jawohl. Hauen wir ab und zu den Bogen noch um uns rum. Also, das sieht doch alles ziemlich nice aus, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt so spät noch PhD kaufen, sehe ich jetzt nicht so den Sinn darin. Aber das hier werden wir dann auf jeden Fall uns holen. Das ist ganz klar. Wir könnten eigentlich gleich mal... Nee, wir können nicht towern. Versehentlich treffen wir dann noch den Kollegen. Aber wir können eigentlich gleich mal den Curse Room machen. Dann haben wir den schon mal weg. So. Okay. War kein guter Curse Room, aber so ist es halt. Sicherheitshalber noch aufladen. Und dann gehen wir in den Kampf. So, schön auf die Energie achten. Alter! Wie er einfach abging. Ja, das Problem ist halt, dass ich dann manchmal nicht zuschlagen kann. Jetzt kann ich wieder zuschlagen. Jetzt war es wieder zu spät, ne? Also da muss ich ein bisschen aufpassen. Der Kidney Stone ist cool. In Kombination mit dem Rage nicht die beste Geschichte, weil ich manchmal dann einfach nicht schlagen kann. So, das kann dann passieren. Aber solange ich genug Energie habe und mich das da nicht böse überrascht, ist da eigentlich alles in Ordnung. Geh halt auf. Nerviges Vieh. So, aber jetzt können wir eigentlich erstmal rübergehen. Ne? Kein Grund hier direkt weiterzumachen. Wir können uns erstmal das Tiers ab. Ah, wobei, Tiers ab ist es überhaupt noch. Wir sind beim Caps ganz oben, ne? Wir sind beim Tiers ab Caps eigentlich ganz oben.
Na, dann können wir uns eigentlich auch PhD gönnen. Was Schlechtes kann dabei nicht rauskommen. Ist jetzt nicht... Ne, ist jetzt nicht... ja, okay. Warum nicht? Mal gucken, in welchem Raum er es sein könnte. Jawohl, gefunden. Oh, das ist... Das ist der dümmste Geheimraum immer überhaupt. Aber meinetwegen. So. Wenn wir noch genug Münzen zusammenbekommen, würde ich mir natürlich Pandoras Box holen und hier einsetzen. Weil ich glaube, in Wump waren es die zwei Boss-Items. Sehe ich das richtig? Ich glaube, in Wump waren es die zwei Boss-Items. Pandoras Box war hier oben. Genau, zwei Boss-Items. Absolut großartig. In Sheol wäre es halt ein Devil-Room-Item. Aber... Ja. Ich denke, Bossroom-Items sind dann schon besser. Zwei Stück halt vor allem. Okay. Wir gucken, was passiert. Kann ich direkt aufladen? Ich kann direkt aufladen. Sehr schön. Hui! Na, du freust dich. Ja, er freut sich so richtig. Okay, vorsichtig. Nicht da auf den Schleim von ihm drauflaufen. Ein bisschen aufpassen. Aufladen, aufladen, aufladen. Ah, noch einer. Ah, zwei, ne? Zwei meistens. Meistens sind es dann zwei. Ne, ist nur einer. Okay. Ach doch, sind zwei, siehst du, sag ich ja. Meistens sind es nämlich zwei immer bei sowas. Ah, jetzt ist wieder nicht. Jetzt geht's wieder nicht. Ja, ja, jetzt geht's wieder los. Also das kostet mich immer am Anfang ein bisschen was. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Das kostet mich immer ein bisschen was, aber wenn ich, wie gesagt, genug Energie habe, dann kann ich das kompensieren. Ja, jetzt geht's wieder nicht. Das ist das, was ich meine. Jetzt ging's wieder nicht. Ah. Ja, jetzt geht's wieder. Komm, noch ein Engelraum. Ja, ist okay. Ich meine, man kann es nicht immer wieder erwarten. Okay, die Truhen mache ich auf. Will ich jetzt mir die Chance auf weitere Engelräume verbauen und den Kollegen da mitnehmen? Wirkt er sich sofort hier auf die Kisten eigentlich aus? Ich meine, der macht ja Better Loot Chests und so Kram, ne? Oder? Lasst mich kurz gucken. Oder sorgt er nur dafür, dass mehr Schlüsselkisten spawnen? Lasst mich ganz kurz gucken. Guppy's Tail. Guppy's Tail. Wo bist du? Da bist du. Ein Drittel Chance to become a normal or locked chest. Ach so. Na. Na. Wir machen nur die Truhen auf und dann gehen wir wieder. Ja, nice. Ja, cool. Ja, sehr cool. Optimal. Und wir haben weiterhin die Chance auf Engelräume. Das ist doch in Ordnung. So. Dann wollte ich Pandoras Box und hier einsetzen. Und ja, perfekt. Nochmal schön Kohle hier mitnehmen. Jawollo. Schlüssel haben wir noch. Das ist okay. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir einen Abflug, ne? Haben wir hier alles, was wir wollten. Gehen wir noch in den Raum rein. Okay, das wäre jetzt mal für mich eine Tower, weil hier könnten halt coole Sachen rauskommen, auch Herzen und so weiter. Hier würde ich mal versuchen zu sprengen ein bisschen. Ja, gut, ein halbes Herz. Aber die können halt auch Items droppen und so Zeug. Nice. Energie ist für mich immer das Wichtigste. Ich habe schon öfter gesagt, das wird sich einfach nicht ändern. So. Okay, dann
haben jetzt diesen Stacheleffekt, mit dem wir umsonst in den Dings reingehen können. Na, das war die Geschichte, genau. Das werden wir gleich mal nutzen. Also alle paar Ticks werde ich zu einem Stachelviech und bin unverwundbar in dem Moment. Jerio, okay, auch cool. Ja, das ist halt echt cool. Das ist echt eine coole Geschichte, dass das geht. Dass das einfach möglich ist. Okay, haben wir schon alles gesehen? Können wir in den Kampf gehen. Drückt mir die Däumchen. Da wäre es mir echt fast lieber, wir verwandeln uns nicht mehr, weil durch das Verwandeln, wenn halt dann dieser Effekt wieder aufhört, durch diesen Steineffekt, also da ist es mir fast, wir benutzen einfach nur den normalen Steineffekt. Aber solange es jetzt läuft, ist es okay. Jetzt geht's halt gerade nicht mehr. Jetzt muss ich einfach warten, bis es weg ist. Ich muss dann einfach kurz warten, bis es weg ist und dann laden wir halt auf. Weil ich sehe vorher nicht, wann der fertig aufgeladen hat. Das ist das Ding. Und so ist es ja okay. Na, so kann ich dann hier wieder reingehen in die Geschichte. Da ist mir dann wurscht. Das ist schon sehr nice, was wir hier alles haben. Ja, jetzt gerade geht's halt wieder nicht. Jetzt gerade ging's wieder nicht. Und dabei verliere ich halt ein bisschen Energie, da muss ich aufpassen. Nein, ich wollte nicht reinlaufen. So, wir können eigentlich erstmal kaufen. Es gibt keinen Grund, hier drin zu bleiben, ne? Ein einzelnes HP ab. Ich würde fast rerollen. Bei 30 Münzen würde ich fast rerollen. Das eine einzelne HP wird mir jetzt nicht hier. Da gibt es bessere Items, die ich bekommen könnte. Zum Beispiel, ich meine, ne? Also, das wäre halt schon besser. Ich kaufe mir mal zwei. Dann rerollen wir noch ein bisschen. Lol, die Bombe. Nee, aber dann belassen wir es dabei, dann kaufen wir jetzt noch einen Schlüssel. Wir brauchen ja nur noch einen Schlüssel, wir sind ja schon in Sheol, also es kommt nur noch... Ach, wir brauchen gar keinen Schlüssel mehr. Ja, war doof, egal. Machen wir voll. Nee, wir machen nicht voll, falls wir blaue Herzen noch bekommen jetzt in dem nächsten Raum oder schwarze Herzen. Okay. Macht einen Abflug. Und da ich keinen Satan-Deal genommen habe, habe ich die Chance auf den Engel-Deal. Okay. Ich muss kurz das hier nachschauen, ansonsten würde ich das hier nehmen, weil das hier ist Quatsch. Wenn ich getroffen werde, ist direkt der Effekt vorbei. Ist echt Blödsinn. Ich muss ganz kurz nachschauen, was das für ein Viech ist. Angel! So, yo, ein Repentance-Item. Jar of Wisps. When used, gives you number of blue flame orbitals based on the number shown over this item. Beginnt mit 1. Increments each activation, giving you more familiars each time you use it. The flames fire tears at the same time Isaac does that deal a flat 3 damage. Also das ist wie, sind wie diese Flammen aus dem Buch. Aus dem Book of Dings, was die Bethany dabei hat, oder wie die heißt. Virtuous Viech da. If a flame touches an enemy, deals contact damage. Genau, you can have a maximum of 24 flame orbitals at once. Recharge time 12 Räume? Wir sind halt jetzt schon fast durch. Ganz ehrlich, dann nehme ich die Hairbringers-Viecher mit.
Ich meine, ich kann es wahrscheinlich direkt einmal einsetzen. Aber based on the number shown over this item, ja, viel kriege ich denn dann am Anfang? Ach so, it starts at one. Guten Morgen. Increments each activation, giving you more familiars each time you use it. Ha. Each flame has a chance to spawn as one of many variants. Ja, ist klar. Aber 12 Räume Recharge Time? Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich weiß nicht, ob ich das will. Das andere ist halt einfach die Lil Harbingers, ne? Ist jetzt nicht krass, aber ist halt jetzt auch nicht schlecht. Ich mache halt einfach Schaden im Raum, so konstant. Aber ich wäre eigentlich auch neugierig mit dem Chaff Wisps. Weil kombiniert mit meinem ganzen Zeug, das schießt immer dann, wenn ich schieße, klingt es schon nicht schlecht. Sollen wir mal das Chaff Wisps probieren? Kriegen wir überhaupt noch mal eine Aufladung hin? Das ist die Frage. Ja, doch, 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 doch. Wir kriegen eine auf der... Komm, wir probieren es aus. Was soll's? Wir probieren es einmal aus. So. Zack, da haben wir jetzt die erste. Und beim nächsten Mal kriegen wir dann zwei sozusagen. Ja, okay, ich verstehe. Und die schießt jetzt, wenn ich auch schieße. Hui. Ach so, aber die bleibt in ihrer Tiersrate. Ah, die bleibt in ihrer Tiersrate. Ja, gut, nevermind. Gut. Dann würde ich jetzt, anstatt das Blauerz zu kaufen, die Roten noch kurz auffüllen. Weil ich es kann. Und dann hauen wir ab. Ne? So. Okay. In den nächsten Stachelraum kann ich ja... Ach, Stachelraum. In den nächsten Curse Room kann ich ja auch rein, wegen meinem Stachel. Das wollte ich eigentlich sagen. Nee! Oh mein Gott, jetzt habe ich... siehst du, das jetzt genau deswegen wollte ich vorher nicht alle blauen Herzen kaufen. Aber ich meine, ich kann es mir gratis holen. Ich kann es mir ja gratis holen. Habe ich gerade vergessen. Alles gut, alles gut. Ich kann es mir ja gratis jederzeit holen. Kann ich mir auch gratis die Bombe holen? Schaffe ich das schnell genug? Yes. Nice. Dann einmal hier den hier. Okay. Gut. Ja, HP braucht man nicht bei den ganzen blauen Herzen, die wir haben. Jetzt würde ich erstmal kämpfen gehen. Ne? Und dann gucken wir mal, was wir so an Münzen zusammenbekommen. Und ob wir die Aufladung hinbekommen. Da bin ich sehr gespannt. Aber es müsste eigentlich genau, wenn wir alles hier durch haben, müsste genau eine weitere Aufladung möglich sein. Ist eigentlich Quatsch, weil die paar Tränen, die wir da zusätzlich haben, sobald Gegner das berühren, ist es weg, das Ding. Also das ist eigentlich jetzt nicht die beste Geschichte. Wenn wir mal ehrlich sind. Schlägt er gerade? Ja, jetzt schlägt er gerade. Okay, solange er schlagen kann, ist es gut. Ne, jetzt hat er gerade nicht mehr geschlagen. Dafür kam jetzt die Aufladung. Bruder! Sind immer diese Dinger ganz kritisch. Ja, aber sieht ihr, meine Flamme ist weg. Also das war nicht so sinnvoll. Aber ist okay. Gibt Schlimmeres. Ah, dich habe ich nicht gesehen.
Hör mal auf, hier Feuer zu machen. So. Ich würde mal rerollen. Und gucken, was noch so kommt. Na, ist jetzt noch nicht viel besser geworden hier. Ist jetzt noch nicht viel besser geworden. Aber viele Münzen kommen halt nicht mehr. Ja, okay. Ja, okay. Steam Sale ist ein Argument. Weil selbst jetzt so spät ist Steam Sale ein Argument. Ein paar Münzen kriege ich ja noch. Sehe ich jetzt noch, dass ich wütend werde? Oh, ja, ich verstehe das. Ist vollkommen okay. Also dieses Char of Wisps ist halt, glaube ich, dann gut, wenn man... Also zum einen viele Batterie-Items hat. Das zum einen. Wenn man da immer diese zwei Aufladungen hat zusammen, dann ist das nicht so das Wahre. Na, die Flammen sind auch gleich wieder weg. Also, das war, glaube ich, jetzt echt kein guter Kauf. Wenn man mal so drüber nachdenkt, was jetzt sinnvoll war zu kaufen, war das nicht sinnvoll zu kaufen. Muss man leider so sagen. Alter. Das war ein bisschen zu viel los hier auf einmal. Aber wir kriegen noch einen Engelraum, das ist doch schön. Also, das bringt halt jetzt nichts mehr, das Book of Revelations. Dann nehme ich das feste HP ab mit. Ist doch klar, ne? Jetzt holen wir uns noch das blaue Herz hier drin. Dann snacken wir uns noch Steam Sale. Ah, ich soll snacken, nicht sagen. Entschuldigung. Aber, ja. Was soll's? LOL. Nützt mir das irgendwas? Ich nehme es auf jeden Fall mit. Ich will es ausprobieren. Aber nützt mir das jetzt in meiner Situation irgendwas? Also mache ich... Ich meine, wenn er zu mir hinkommt... Ne, ich bin jetzt unverwundbar in dem Moment. Und wenn jetzt einer zu mir kommt, dann mache ich dem Schaden. Also theoretisch habe ich jetzt doch gewonnen. Ne, aber sobald ich halt schieße, verwandle ich mich natürlich, das ist klar. Ha, aber interessant... Oh, ja, okay. Können wir leider nicht mehr sprengen. Das ist okay. Damit kann ich leben. Aber interessante Geschichte. Interessante Geschichte. Theoretisch könnte ich jetzt einfach abwarten und eine Stunde oder so hier rumstehen und wieder erledigen. Also sollte es zu knapp werden, sollten wir aus irgendeinem Grund plötzlich keine Chance mehr haben, dann stelle ich mich halt einfach hin und warte, bis Greed mich irgendwann berührt. So 5000 Mal. Gefühlt. Okay, läuft. Moin. Hoppala. Ich nehme zu viel Schaden. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich darf das hier nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ich sollte, glaube ich, wenn wir den Rage-Mode haben, sollte ich einfach warten, bis er vorbei ist. Ich glaube, das ist nicht die beste Idee, in dem Mode zu kämpfen. Thank you.
Ja, so viel Schaden machen wir leider nicht. Also mein Damage-Output ist böse mies. Oh mein Gott. Ja, mein Damage-Output ist echt mies. Holy shit. Jetzt will ich mal gucken. Ich lasse jetzt einfach mal laufen. Kommt ihr automatisch zu mir? Irgendwie, dass ich ihm Schaden mache? Der wird auch so, der wird so schnell Energie zurückbekommen als sonst irgendwas, ne? Ah, die Pretty Flies machen ja gar keinen Schaden. Ah, da habe ich nicht dran gedacht. Ich mache ihm nur dann Schaden, in dem Moment, wo ich so einen Stachel, den Stachel raushaue. Ach, shit. Ah, das ist nicht gut. Muss ich einfach wirklich besser aufpassen jetzt. Hallo? Jetzt. Nein, jetzt ist er wieder der geworden. Ah, das ist ungünstig in dem Moment. Ich will nicht, dass du der bleibst. Verwandle dich zurück. Gut. Nein, nicht reinlaufen. Volltrottel. Oje. Ich habe ein Problem. Ich habe zu viel Energie verloren in der ersten Phase. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Energie verlieren werden. Muss ich ganz ehrlich sein. Jetzt gucken wir mal, wie es jetzt läuft, wenn ich mich unverwundbar mache. Meiner landet auf mir, ne? Ich mache ihm Schaden. Ich drücke jetzt nix. Bleibt der bei mir eine Zeit lang? Oh, nee, er geht zu weit weg. Wait, der kriegt Schaden? Und durch was hat der Schaden bekommen? Kriegt er durch seine eigenen Bomben Schaden? Auf jeden Fall kriegt er Schaden. Ich weiß nicht durch was, aber er kriegt Schaden. Ja, der kriegt durch seine... Oh mein Gott. Ja, okay, Leute, ist mir egal. Ich warte jetzt. Ich warte jetzt. Wir gucken uns das an. Ich kämpfe hier nicht. Ich kämpfe hier nicht. Nö. Der erledigt sich jetzt selbst. So. Ah, shit, ey. Wenn du die Münze einsammelt, kriegt er wieder Energie zurück, ne? So ein bisschen zumindest. Ja, so ein bisschen.
shit, ey, was mache ich denn jetzt? Ich meine, eine Runde könnte ich kämpfen. So ein bisschen. Bis halt das andere Herz noch weg ist. Jetzt habe ich wahrscheinlich gerade Stachel gemacht. Jetzt hat er gerade mehr Schaden genommen. Ja, bleib einfach bei mir. Bleib doch bei mir, Kollege. Sehr gut. Sehr gut. Mehr Schaden für dich. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge, dieses Blatt, ne? Hätten wir das Blatt nicht bekommen, wäre es, glaube ich, schief gegangen. Soll ich jetzt kämpfen und es riskieren? Nee, ich will nicht. Ich meine, ich müsste eigentlich schnell genug reagieren können, wenn ich noch einen Hit nehme, dass ich dann sofort stillstehe und nicht noch einen Hit nehme. Aber ihr wisst, wie schnell es geht, dass man zwei Hits hintereinander schnappen kann. Ihr wisst, wie schnell das geht. Ach, ich habe Cheerio. Okay, sobald ich getroffen werde, mache ich Cheerio. Und dann sollte das passen, oder? Aber wenn ich das jetzt wieder versaue. Wenn ich einfach stillstehen würde, würde ich es nicht versauen. Mann, was mache ich denn jetzt? Achso, dauert es 3 Jahre. Mal bei der Hälfte. Aber ich sehe... Ich sehe das wirklich kommen, dass ich jetzt mich doch bewege und dann gehe ich drauf und dann ärgere ich mich. Ich will mich nicht ärgern. Wir denn jetzt? Ich meine, jetzt haben wir ihn schon bei der Hälfte. Wie lange hat es jetzt gedauert? 2 Minuten oder so, ne? Hm. Schwierig. Ey, dieses Blatt ist so broken. Dieses Blatt ist so broken, nur weil wir den Stacheleffekt zusätzlich haben. Wobei er ja auch... Er macht ja auch sich selbst Schaden. Aber es geht schneller, wenn wir den Stacheleffekt drin haben. Ja, hau auf mich drauf. Mach das. Ja, er sprengt sich halt echt selber. Das ist nice. Ja, ich warte ab. Wir haben ihn fast down. Ich warte ab. I'm sorry. I'm sorry. Ich warte das ab. Es ist mir... Es ist mir so viel lieber, jetzt diese 5 Minuten vielleicht noch zu warten, als nochmal einen kompletten Part aufnehmen zu müssen. Ich habe noch 2 Herzen. Ich riskiere das nicht. Nö. Nö. Mach ich nicht. Nice. Hör auf, Geld einzusammeln. Nice. Ja, bleib doch einfach bei mir. Hier ist cool. Bleib hier. Was denkt sich so ein Greedia in dem Moment eigentlich? Der muss sich doch total dumm vorkommen. Der steht da rum und ich nehme Schaden. Also, sagt er sich. Ziemlich doof, ne? Richtig doof gelaufen. Jetzt kommt einfach eine Fliege und setzt sich auf meine Tastatur und drückt versehentlich eine Taste. Das wär's. Kann eine Fliege eine Taste drücken? Von so einem Laptop? Ich glaube nicht. Habe ich überhaupt eine Fliege hier im Zimmer? Ich glaube nicht. Kann irgendwas anderes auf die Tastatur fallen? Ich glaube nicht.
ist gerade so schwierig, einfach nichts zu tun. Aber wir haben es gleich. Also, dieser Effekt mit dem Kidney Stone ist super cool. Aber in Kombination mit diesem Rage Mode ist es halt ganz kritisch werden. Und das habe ich gerade hier festgestellt. Dadurch habe ich echt viele, viele Treffer eingesteckt. Ja. Ey, wir... Das Blatt! Das letzte Item, was ich gekauft habe, ist das, was mir den Run rettet. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Aber jetzt stellt euch vor... Seht ihr? Das ist jetzt wieder der Punkt. Das ist jetzt wieder der Punkt. Es wäre besser gewesen, die Lil Harbingers zu nehmen. Weil der würde jetzt hier auch konstant rumfliegen und Schaden machen. Ne? Der würde hier jetzt einfach konstant rumfliegen und Schaden machen. Der Lil Harbinger. Wie ich. Also, insofern war es eigentlich eine echt schlechte Entscheidung, dieses Jar of Wisps zu nehmen, aber ich wollte es mal ausprobieren. Da war ich wieder zu neugierig. So. Ja, moin. Okay, das war ein lames Ende. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.